Willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart Wii. Heute fahren wir mal mit der Peach und der zweiten Motorrad. Ich habe den Namen vergessen, wie das heißt, aber ist auch unwichtig. Gleich mal mit, ich glaube, 8 Fahrer waren es. Naja, wie auch immer. Und wir hauen, der FX ist auch wieder dabei. Der war, ich glaube, im nächsten Part oder 2 Parts vorher, naja, keine Ahnung mehr. War auch mal zufällig dabei. Wirklich zufällig, ich kenne den nicht. Aber es kommt ja öfters mal vor, dass man jemand online sieht, wo man schon öfters gesehen hat. Und es ist ja nicht so schlimm und ja. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich wieder Erster werden oder überhaupt Erster werden. Ist ja immerhin am besten natürlich. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen punkten, gewinnen und nicht so oft verlieren. Letzten Part war es ja ein bisschen scheiße von uns, wie wir da gespielt haben. Waren einfach zu gut und wir mal zu schlecht. Auch wenn wir beim ersten Rennen da so einiges reingehauen haben. Naja, falls ihr es noch nicht bei, falls ihr Sonic the Hedgehog 2, der dritte Part, nicht angeschaut habt, dann sage ich hier auch noch. Da ist, überlegen. Ach ja, die Neuigkeit. Ja, genau, das wollte ich sagen. Die Neuigkeit war, MW2 kann ich jetzt nicht mehr weiter let's playen. Meine Xbox, das Laufwerk tut streiken. Es hat einfach keine Lust mehr aufzugehen. Ich weiß nicht warum, weshalb. Aber was soll's, kann man auch nicht ändern. Damit müssen wir halt klarkommen und ich komme auch damit klar. Ich hole mal vielleicht irgendwann ein neues Laufwerk oder gleich eine neue Xbox. Oder vielleicht sogar eine PlayStation 3. Ich wollte es so noch irgendwann noch holen und solange wird halt nur Mario Kart Wii und Sonic the Hedgehog 2 Let's Play. Vielleicht, wenn ihr Lust drauf habt, würde ich Dings Pokémon Kristall Let's Play. Und zwar auf 100%. In dem Fall halt alle 8 Orden, Top 4 besiegen und der Pokédex voll machen, sofern ich das hinkriege. Das müsste ich halt noch nachschauen, wenn das funktioniert. Wenn nicht, dann halt nur einfach Let's Play Pokémon Kristall, mehr nicht dann. Also klar. Und schreibt am besten in die Kommentare rein, wenn ihr sowas sehen möchtet. Werde ich es auch dann für morgen sofort starten und so, weil ich brauche irgendwie noch ein drittes Projekt für Nebensache, solange MW2 natürlich nicht funktioniert. Also, beziehungsweise das Laufwerk funktioniert ja nicht. Darum geht's ja. Ansonsten wüsste ich auch nicht, was ich anderes machen kann. Die PlayStation 2, so die GameCube, kann ich leider nicht auf mein Aufnahmegerät, genau, nicht anschließen. Also ich, PlayStation 2 könnte ich schon, aber und die GameCube kann ich natürlich schon anschließen. Das ist, daran liegt es nicht, es liegt daran, dass er nicht annimmt oder so, keine Ahnung. So, weiter geht's mit der nächsten Strecke. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es weiter ging, weil viele rausgegangen sind. Wir sind jetzt nämlich noch 1 gegen 1. Peach gegen Mario, das passt ja. Vielleicht haben sie ja gerade Anführungszeichen Beziehungsstress oder so. Naja, egal. Was ich halt so vorhin noch sagen wollte. Das Aufnahmegerät nimmt ja die GameCube und die Wii nicht, nicht die Wii, PlayStation 2 nicht an. Und da hätte ich nämlich auch noch 2 Spiele, wo ich dann spielen würde, aber die Wii nimmt das eine Spiel, was ich für die GameCube habe, natürlich an, aber ich habe keinen Classic-Controller oder was für ein Controller man auch immer noch braucht und die GameCube-Controller kann ich nicht anschließen. Da
dafür ist der Anschluss nicht dabei oder so, keine Ahnung. Oder man braucht vielleicht ein Verbindungskabel dafür, dass man den GameCube-Controller an die PlayStation Wii anschließen kann. Keine Ahnung, ich kenne mich da noch nicht so aus. Aber egal. Also, wenn ihr vielleicht Lust drauf habt, würde ich gucken, Kristall, weil ich ja selbst nicht viel Lust drauf habe, das mal wieder zu spielen, will ich es einfach aufnehmen und es Let's Playen. Und wenn ihr Lust drauf haben solltet, wirklich, könnt ihr vielleicht auch sagen, welches Anfangspunkt ich nehmen soll. So, ob es Feuerregel ist, oder Endivio oder Kaniman ist. Könnt ihr sogar dann entscheiden, wenn ihr möchtet. Mir ist es relativ egal, welches ich nehme. Hauptsache ich will zwar wieder spielen und ich habe einfach mal Lust drauf. Sofern ihr es auch sehen wollt, wenn nicht, aber halt einfach für mich selbst natürlich. Ist ja selbstverständlich dann. Der Marios Piste diese Runde ist zum Glück bald vorbei. Ist ein bisschen langweilig, einzeln eins. Wenn alle so rausgegangen sind, hoffentlich jetzt in der nächsten Runde besser, oder beziehungsweise auf der nächsten Strecke, oder ja doch, nächste Runde einfach, passt schon. Jetzt auch diese Kurve, diese Rampe, oder Hügel, beziehungsweise, und schon sind wir im Ziel. Und gleich geht's weiter in der nächsten Runde. So, weiter geht's auf die dritte Strecke. Diesmal sind wir zu dritt. Der eine Mario Player ist rausgegangen. Jetzt sind wir noch diese komisches rosane Ding da. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Also wie die genannt wird. Daisy und ich. Also Peach in dem Fall. Tja, eine zicke Runde. Eine Weiberschlacht oder keine Ahnung, wie ihr es nennen möchtet. Ja, die zwei streiten sich gerade da hinten noch und ich rase mal davon. Und wir driften ja immer wieder gerne, so wie jetzt auch gleich. Gucken wir mal, wie wir den langen Drift hinkriegen. Ja, das lief doch recht gut. Hätten wir bestimmt ein bisschen länger machen können noch, aber egal. Ich werde dann noch ein bisschen rumschauen, ob ich noch was anderes finde. Oder vielleicht ein Kollege was ausladen könnte für die Wii, wo ich Let's Playen könnte, oder mal schauen. Aber jetzt steht mal hauptsächlich nur die zwei Projekte an, Mario Kart Wii und Sonic the Hedgehog 2. Und möglicherweise, sofern jemand Lust haben sollte, ein Let's Play von Pokémon Kristall. Vielleicht muss er wieder in die alte Zeit zurück erinnern oder so, keine Ahnung. Oder einfach mal Lust und Laune jetzt mal sehen. Oder was weiß ich. Weswegen ihr das gerne mal schauen möchtet, oder? So. Die anderen Pokémon sind ja, wo ich mal gemacht habe, Pokémon Rubin und Darkrai. Ist ein bisschen schief gelaufen, naja, Darkrai mehr oder weniger. Ist mehr als nur schief gelaufen. Das sind ja ein Pokémon Hack und anscheinend habe ich die falsche Version runtergeladen. Ich dachte, das wäre die, wo ich schon fertig gewesen wäre und. Was soll's? Eigentlich könnte ich es ja löschen, aber warum soll ich es löschen? Hallo, das ist doch schwachsinnig, sowas zu löschen. Wir haben immerhin damit angefangen und wenn es halt jemand anschaut, ist eine Sache, aber es wird sich nicht wirklich rentieren, Pokémon Feuerrot. Das haben wir wenigstens richtig fertig bekommen, ohne Probleme. Das andere Problem, was neulich war, ist ein Lavantia-Turm, bzw. Geisterturm, wie er nennt, so oder so. Diese Silphco nicht aktiv gewesen, also hat nicht funktioniert, trotz dass wir es besitzt haben. Oh, das besitzen wir eigentlich ja immer noch. Und ja, ein Kristall ist eigentlich auch nicht schlecht. Habe ich eigentlich noch nie gespielt. Nur Gold und Silber. Kristall noch nicht so richtig durchgespielt, aber ist eigentlich so ziemlich das gleiche. Der einzige Vorteil ist, dass man da so Ikone abends öfters zu sehen bekommt. Was für Vorteile gibt es denn dann, ne? Weiß ich gar nicht.
Naja, noch andere Vorteile mit Sicherheit. Das wäre ja schrecklich, wenn das das einzige Vorteil gewesen wäre, was die da eingebaut haben oder hinzugefügt haben, keine Ahnung. Naja, wir sind jetzt wieder Erster geworden. Und jetzt kommen wir zur nächsten und für heute sogar die letzte Strecke. Und auch die Luigi's Piste sogar. Die erste Strecke von der Pilz Cup. Ja, ja. Ja, der Turbo hat diesmal wieder nicht funktioniert, aber egal, wir hauen das voll weg und sind diesmal sogar noch mehr mit Spielern, sogar 7 Leute heute, oder, ne, 8 sind jetzt 8. Tja, da ist er 8 gewesen, jetzt sind 4 8er und wir kriegen nur 3er Pilze, oh mein Gott. Tja, wo sind wir zwei rüber gestreckt hat, habe ich gedacht, sie macht keinen Trick, weil man eigentlich meistens gemeint ist, dass er vielleicht eine Zeitung machen oder sich drehen. Okay, bei Drehen war glaube ich nur mit dem Kart und nicht beim Bike. Aber egal. Hab's so wild und ja, wir sind Dritter und wir wollen noch Erster werden hoffentlich. Ah, da war wieder das schöne Pauken, was ich so hasse. Für mich keinen Sinn gemacht. Das ärgert mich einfach nur, ganz klar. Ja, letzte Runde und wir müssen noch Gas geben, Alter. Ich bin Vierter. Komm schon. Es sind zwei Leute dabei, wo über 8000 Punkte haben. Seid ihr so Pro-Zocker, wo ihr hauptsächlich nur online zocken wollt? Was macht ihr da so tags oder nachts? Keine Ahnung. Also ich bin noch nicht mal bei 6000 wohl. Ich bin noch ganz am Anfang, aber trotzdem. Ja, die Runde ist auch gleich vorbei. Da fand ich schon das Ziel und wir sind Vierter. Nein, wir werden 5, weil da wir uns geschimpft haben, Alter, was soll das? Naja, was soll's. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und auf Wiedersehen schon mal. Und tschüss.